Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Puddle und es ist ja einige Zeit vergangen, seit der letzten Folge. Wir waren aber hier bei Stratosphäre stehen geblieben. Und jetzt muss ich mich hier wirklich erst nochmal kurz wieder dran gewöhnen. Und mit kurz meine ich wahrscheinlich diese gesamte Folge lang. Ja, Puddle hatte eine Zeit lang jetzt Pause gemacht bei mir auf dem Kanal. Es lag einfach daran, dass ich nicht mehr ganz so viel Zeit zur Verfügung hatte und da selbstverständlich das Projekt bei draufgegangen ist, was am wenigsten Aufruf hatte, nämlich, naja, null. Aber es hat wahrscheinlich sowieso niemand vermisst, weil es keinen Aufruf hatte, irgendwo logisch, und das war extrem dämlich. Aber jetzt geht es trotzdem mal weiter, ich habe das Projekt schließlich auch angefangen, deshalb werde ich es auch noch zu Ende bringen. Egal, ob das jetzt jemand guckt oder nicht, vielleicht guckt es ja irgendwann auch jemand. Und für den wäre das ja überaus schade, wenn das Let's Play nicht zu Ende gebracht wurde. So, so viel dazu. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass ich jetzt nicht demnächst nochmal so eine längere Pause bei Puddle machen muss. Ah, nee, das... Ah, dann mache ich das immer wieder falsch. Ich muss einfach nur stillhalten, verdammt. Ich bin aber jetzt wieder hochmotiviert für Puddle. Das muss man wirklich sagen. Und so motiviert wie ich bin, gehe ich auch gleich mal in die Blitzzelle rein. Boah, und zwar ordentlich. So, Moment, jetzt hier schön vorsichtig. Das ist zu vorsichtig. Das ist wieder zu unvorsichtig. Und jetzt hier einmal stillhalten, dann geht das Zeug nach oben. Das habe ich jetzt nicht so ganz begriffen. Achso, muss ich einmal erst in die andere Richtung und dann erst dahin. Es ist ja immer noch das Level mit der Schwerkraft, die halt nicht richtig rum funktioniert. Beziehungsweise wo man eben in die eine Richtung drückt und in die andere wirkt dann der Effekt quasi. Sozusagen ist die Steuerung also umgedreht. Moment, was tue ich denn jetzt gerade da? Wir müssen darüber. Los, du musst darüber, du Masse. Los, Masse, Masse. Uah! Die Masse hat sich anders entschieden. Immer diese Masse, die Entscheidungen treffen kann. So, Moment, na. Ja, sehr gut. Jetzt kurz Schwung holen und dann da drüber. So, sehr gut. So, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr weiter. Waren wir überhaupt schon mal so weit gekommen? Moment. Jetzt schon Anlauf nehmen und jetzt einmal los. Los und gedrückt halten, gedrückt halten, gedrückt halten und... Oh Gott, das war ein Fehler. Ich weiß gar nicht, was genau dieser Knopf da macht. Das werde ich wahrscheinlich gleich mal herausfinden müssen. Jetzt schaffen wir es natürlich auf Anhieb wieder dahin zu kommen. Jetzt einmal langsamer werden und dann, ja, können wir gleich weiter. Ah, ich hätte erst nochmal die Flüssigkeit sammeln sollen. Das war ein ziemlich großer Fehler jetzt. So, jetzt einmal bitte ganz sanft. So, Moment, jetzt muss ich in die Richtung. Auch wenn man sich das nicht unbedingt so vorstellen mag, für mich ist das unglaublich kompliziert, wie ich jetzt noch umdenken muss immer. Da muss ich wieder zurück, oder wie? Weil ich den Knopf gedrückt hat, das ist merkwürdig. So, jetzt muss ich hier nochmal mit Konzentration, und zwar mit vollster Konzentration. So, jetzt bloß nicht zu schnell werden, bloß nicht zu schnell werden, so ist ganz gut. Jetzt schon wieder abbremsen. Da müssen wir anhalten, jetzt sammeln wir die ganze Flüssigkeit erst noch einmal. Und schwingen erst dann einmal darüber. So, auch nicht zu schnell werden. Ein bisschen hin und her wackeln dabei. Im richtigen Rhythmus natürlich. Und hier plöppt es jetzt einfach alles nach oben. Und wir drehen das Ganze so, dass wir erst nochmal in die Richtung gehen und Schwung holen. Und dann hopp, schnell in die andere. Boah, da ist wieder was hängen geblieben. Aber egal. Jetzt mit Highspeed dahin. Boah,
Boah, da ging viel weg, da ging viel weg. Ah, jetzt können wir da lang. Ich glaube, ich habe gerade verloren. Oh ja, ich habe gerade verloren. Okay, dann kann man da lang. Da muss ich dann auch nur mit der Geschwindigkeit gut aufpassen. Ja, schauen wir mal, wie das wird. So, hier ist ja eigentlich noch alles recht einfach. Ja, sagt er und versenkt mal eben die Hälfte der Flüssigkeit. So, jetzt kurz sammeln und dann geschlossen hier rüber. Hopp und hopp. Es gerade war schon wieder nicht so gut. Hier, whoops. Nein, 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 ich muss doch erst... Oh, ich hätte doch erst... Oh. Egal. Neuer Versuch, neues Glück. Diesmal wird das schon hinhauen. Ich bin ja zuversichtlich, das bin ich zwar immer. Obwohl gut, so häufig mich jetzt auch wieder nicht. Boah, da habe ich es im Moment aber wirklich überhaupt nicht mehr raus. So, jetzt muss ich wenigstens hier hinkriegen, das gut zu schaffen. Hier nicht zu schnell werden, hier schön langsam bleiben. Abbremsen kurz, weiter geht's. Und anhalten, Schwung holen und rüber. Rüber, 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 rüber. Boah, da habe ich ein bisschen was verloren, aber ist egal. Nein, 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 nein. Nein. Wie muss ich das denn da nochmal kippen? Muss ich jetzt in die andere Richtung kippen? Muss ich gleich nochmal ausspüren, ob es dann nach einem sicheren Plan gibt. Oder ob ich da einfach nur Glück haben muss. Oder genug Geschwindigkeit. Oder Glück und Geschwindigkeit. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es herausfinden. Hoffentlich. Ich muss natürlich erst nochmal so weit kommen. Und hier schon wieder die ganze Flüssigkeit verlieren. So, hier kurz wieder sammeln und dann los. So, mit der Stelle habe ich gerade auch irgendwie so ein paar meiner Probleme, aber es lief ganz gut gerade. So, da muss ich schnell so kippen. Einmal Schwung holen und einmal rüber. Jetzt mal mit Highspeed weiter. Nein, 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 nein. Ah. Das war euch genau falsch. Ich muss das in die andere Richtung kippen dann. Macht das eigentlich Sinn? Ja, ich glaube, das macht sogar Sinn. Wird schon Sinn machen. Die Entwickler haben sich schließlich was dabei gedacht. Das war schon mal Bullshit. Aber egal, Moment, ja doch. Erstmal sammeln. Und als eine Einheit bitte. Gemeinsam sind wir stark. Da habe ich schon wieder zu viel verloren. Ich werde doch gleich sowieso wieder Mist bauen. Zum Beispiel hier. Und dann ist es das mal wieder gewesen. So, der Anfang ist wieder recht leicht hier. Jetzt ab der Stelle kann ich theoretisch gesehen Fehler machen. Das werde ich selbstverständlich auch tun. Ah, ja. Moment, jetzt erst nochmal schön sammeln, das alles zusammensackt und dann darüber. Und hopp, hopp, hopp. Oh, shit, shit. Aber es geht alles noch, das geht alles noch, das geht alles noch. Das war die falsche Richtung. Da war ich nicht schnell genug. Ich glaube, ab hier geht das nicht mehr. Was reicht noch, um weit genug zu kommen, um nochmal auszuprobieren, wie ich das genau hier handhaben muss. So muss ich es handhaben. Logisch. Aber jetzt habe ich schon wieder zu viel Flüssigkeit verloren gehabt. Ja. Aber jetzt weiß ich, wie ich das da wieder perfekt lösen kann, da hinten an der Einstelle. Weiß eigentlich jemand noch von diesen nicht vorhandenen Zuschauern bei diesem Projekt? In der wievielten Folge wir schon sind, in der wir das hier versuchen.
Weil ich glaube, wir hatten ja vorher schon mal eine Folge, wo wir nur hier dran gesessen hatten. Oh shit. Das war jetzt ganz schlecht. Aber egal, für noch mal kurz ein bisschen rumprobieren reicht es dann doch noch. Ups. So, jetzt sind wir im Flug. Ups, da waren wir zu früh dran. So, jetzt darf mir da nicht wieder so ein Fehler passieren wie vorhin. So, alle hopp. Oh, nicht zu schnell werden. Langsamer werden, langsamer. Ja, sehr gut. Dann sammeln und dann da wieder rüber. Dass ich das jetzt nicht hinkriege. So, hier nochmal zurück bitte. Und rüber. Und weiter und weiter, 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 weiter. So, und zack. Das war gerade wieder so ein bisschen problematisch. Aber ich darf an der einen Stelle schon nicht so viel Flüssigkeit verlieren. Da oben bei den zweiten Blitzen. Sobald wir wieder nach links dann nachher gehen. So, hier vorsichtig walten, Vorsicht walten lassen. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Ja. Okay, wir haben ein bisschen was verloren, aber das geht noch klar, das geht noch klar. So, jetzt bitte nochmal schön entspannt. Jetzt darüber. Und dann mit Schwung einmal. War das schon wieder knapp. So, sobald wir den Knopf gedrückt haben, rüber, rüber, rüber. Oh, sehr gut. Jetzt bisher nicht zu schnell, sonst kommen wir da nicht mehr hoch. Und dann müssen wir hier einmal schön raus, rüber. Oh mein Gott. Da muss ich ungefähr gerade halten. Immerhin Stück für Stück hammel ich mich hier weiter in Richtung, wir schaffen es endlich. Obwohl es ja hier langsam schon erbärmlich ist. So, noch ein bisschen mehr Schwung und dann hier halten. Hier halten, kurz zurück, damit wir wieder eine Masse werden. Dann gemeinsam hopp. Das ist nicht gemeinsam, Leute. So habe ich das nicht einstudiert. Ich vergesse hier mal anzuhalten, beziehungsweise ich muss kurz denken, in welche Richtung ich überhaupt drücken muss. Das Problem ist, ich habe dieses Problem immer. So, hier gerade bleiben, hier gerade, doch nicht gerade bleiben. Gerade ist auch nicht gut. Ich muss schon ein bisschen Schwung haben. Die Folge ist bald schon wieder rum und wir haben eigentlich nichts geschafft. Außer, dass wir wissen, wie wir ein bisschen weiterkommen. So. Hier jetzt wieder schön entspannt. Hier abbremsen. Ah, das Abbremsen kam zu spät. Viel zu spät. So, jetzt geht's einmal hopp. Dann hier wieder langsam hoch. Und jetzt weiß ich auch endlich mal, in welche Richtung ich wirklich drücken muss. Bremsvorgang dauert leider trotzdem ziemlich lange. Nun gut, jetzt wieder mit Highspeed darüber. Zack, runter. Zack, der Knopf ist gedrückt. Boah, das ist zu schnell, das ist zu schnell. So, jetzt darf ich hier vor allem wieder nicht zu schnell und auch nicht zu langsam sein. Boah. Shit, 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 shit. Haben wir es? Haben wir es? Ich
glaube, wir haben es endlich. Unglaublich, wir sind auch mit dem Level Rakete endlich mal fertig. Auch wenn wir es ganz schlecht nur geschafft haben. Egal, ich würde sagen, dann kann man gut die Folge mal beenden. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euch schönen Tag und ciao.